auch keine Punkte lassen. Also, wie spielt man? Ich weiß es nicht. Draxler mit der Flanke. Hünteler. Da war die erste Chance für Schalke 04. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde am Monitor. 34. Spieltag, Abstiegskampf, Schalke gegen Nürnberg. Die Partie der zweier befreundeter Vereine. Aber Schalke will Platz 3 festigen und Nürnberg will natürlich nicht absteigen, zumindest nicht direkt und irgendwie in die Relegation kommen. Und deswegen ist das Duell mit Spannung behaftet, würde ich sagen. Und ich darf für euch die kommende Partie kommentieren. Und ja, wollen wir mal sehen, was uns diese beiden Mannschaften hier bieten und wie sie auflaufen werden. Da ich wieder ein Stückchen vorher aufnehme, kann es sein, dass die Aufstellung natürlich wieder nicht ganz hinhaut, wie sie dann am Samstag ist. Aber das kennt er ja, ne? Ist nichts Neues. Schäfer und Hünteler bei der Platzwahl. Jascha zur Heide ist heute unser Schiedsrichter. Und Schalke in der gewohnten Aufstellung die letzten Wochen. Meier, Draxler, Goretzka, Eihahn, die Jugend regiert. Fährmann in der Kiste. Santana als Abwehrchef. Soll die Bubis da zusammenhalten. Und Nürnberg, Schäfer im Tor, Chandler Nielsen, Petrak, Pinola, Balic, Franz, Luschek, Plattenhardt, Kiyotake und Drimmitsch. Der ja leider im Frommtief ist und wahrscheinlich nach Leverkusen wechseln wird. Plattenhardt als linker Mittelfeldspieler ist auch mutig. Und dann geht es los mit der Partie. Drimmitsch, Kiyotake, Franz, Nürnberg direkt muss einfach nur die Flucht quasi in der Offensive suchen. Und Unentschieden bringt hier gar nichts. Eine Niederlage noch weniger. Und das ist das Riskante an dem Abstiegskampf. Man muss eigentlich gewinnen, aber man darf auch nicht verlieren und auch keine Punkte lassen. Also wie spielt man? Ich weiß es nicht. Draxler mit der Flanke. Hünteler. Da war die erste Chance für Schalke 04. Trifft den Ball aber nicht perfekt mit dem Kopfball. Deswegen weniger Gefahr für Raphael Schäfer im Tor. Der das Ganze locker hinterher joggt. Hier so einfach mal auch. Ja, komm, guck mal. Ach nee, ich hol doch keinen Ball. Ja komm, so gut war die Aktion jetzt auch nicht, dass man 1000 Wiederholungen braucht. 4 Minuten gespielt, erste dicke Chance für Schalke. Schäfer hier mit dem kurzen Abstoß auf Pinola. Der sieht schön Balic. Balic müsste doch hochspielen. Tut das auch, Chandler. Verliert den Ball an Draxler. Holten sich aber gut wieder. Luschek auf der rechten Seite, für ihn sicher ungewohnt als Linksfuß. Soll wohl den Arjen Robben heute machen. Luschek, Balic. Schön wieder auf Luschek. Luschek. Scheitert an Eihahn. Kein Einwurf, keine Ecke, kein gar nichts. Nürnberg bleibt am Ball über Nilsson, der schön mit dem Kopf auf Chandler. Chandler, Drimmitsch. Jetzt fehlt er aber natürlich in der Mitte. Läuft aber da gut. Drimmitsch bringt die Flanke. Sehr gut, sehr gut. Kiyotake, Nürnberg führt 1-0. Nürnberg führt 1-0. Oh, wie ist das wichtig. Drimmitsch auf Kiyotake. Sonst ist es immer umgedreht. Und der kleine Japaner entpuppt sich als Kopfballungeheuer. Das wäre so wichtig für Nürnberg. Nicht mein Lieblingsclub, aber ich bin ja so und so dafür, dass Nürnberg und HSV eigentlich direkt absteigen und Braunschweig in die Relegation kommt. Aber ich bin nur ein dummer Reporter. Ich habe da nichts zu melden. Nach mir geht es nicht, sondern nach den Spielern hier. Und Kiyotake sagt, ich will in der Bundesliga bleiben. Ja, 1-0 Nürnberg. Wie wird Schalke jetzt reagieren? Der dritte Platz ist da ja auch noch in Gefahr. Meier raus auf Draxler. Die beiden im 30er-Kader der WM vom DFB. Jogi Löw und so, ihr wisst Bescheid. Eihahn hat es nicht geschafft und der hat es auch nicht geschafft, den Ball an den Mann zu bringen. Deshalb Einwurf Nürnberg, Luschek auf Chandler. Petrak, Franz. Franz mit dem riskanten Dribbling, Luschek, Chandler läuft ins Aus. Kevin Prinz, Boateng, Boateng, abseits. Ganz klar abseits.
Da ist ein bisschen Platz. Petrak kurz auf Franz. Der Dribbling gegen Hüttler. Pinola. Franz. Wo ist Sissi? Da ist Kiyotake, der Torschütze, zum 1:0. Luschek im Dribbling wieder mit dem Ballverlust. Max Meyer, schöner Ball auf Hüntelaar, der müsste wieder durchstecken, kein Abseits. Draxler, immer noch Draxler. Julian Draxler wird hier nicht wirklich angegriffen. Jetzt traut sich doch mal Chandler ran. Einwurf Schalke. Eihahn, Neustädter. Goretzka. Ei. Franz, Pinola. Pinola. Franz, Pinola. Nee, Plattenhardt. Balic. Luschek, oben ist Platz. Aha. Chandler und Ballverlust. Eihahn, schöner Ball. Neustädter, zu lang. Ja, zu lang. Auch wenn Draxler schnell ist, den konnte er nicht kriegen. Nürnberg baut auf über Nilsson, Franz. Und Plattenhardt hier im Dribbling, macht das gut. Balic müsste eigentlich Luschek sehen. Bei Nürnberg alles sehr in die Mitte, auf die Mitte konzentriert, ins Zentrum. Und dann schnell nach außen, das scheint hier der Plan der Nürnberger zu sein. So ist ja auch das 1:0 gefallen. Fährmann, Nilsson, jetzt hinten offen. Kevin Prinz-Boateng macht das aber viel zu langsam, so ist das kein Problem. Zweiter Anlauf. Nein, Goretzka kriegt den nicht. Ja, Boateng verschleppt viel zu oft das Tempo. So kann das bei Schalke nichts werden mit dem dritten Platz. Also es kann schon was werden, aber dann müssen sie hoffen, dass die anderen da nicht rankommen. Balic, das ist gefährlich. Hüntelaar, Nilsson badet den Fehler von Balic wieder aus. Foul von Luschek, was hat denn der Schiri da gesehen? Also ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen. Nürnberg 61% Ballbesitz. Das ist einfach erschreckend, was Schalke hier zusammenkickt. So schlecht. Boah, nee, alter Finne. Sind die schlecht, die Schalker? Und trotzdem ist es nur ein Tor. Können jederzeit hier mit dem 1:1. Und dann ist es scheißegal, wie viel Ballbesitz die haben. 4 Minuten Nachspielzeit, warum auch immer. Einen Grund habe ich dafür nicht gesehen. Aber der Schiri, der ist hier, der Jascha Zurheide, der ist ja eh ein bisschen betrunken noch von gestern, scheint mir. Hoogland, Kevin Prinz, Boateng, Meier, Hüntelaar, Schäfer, Hüntelaar im zweiten, Goretzka, Nilsson klärt das endgültig. Eieiei, was eine Riesenchance nochmal. Und damit geht's in die Halbzeit. Das waren alle Chancen, wollte ich euch nochmal in Ruhe gucken lassen. Tor Kiyotake, daneben Goretzka und Hüntelaars Riesending hier. Den Schäfer irgendwie noch pariert, obwohl er da nicht wirklich was zu suchen hat. Und ja, Schalke mit 2 dicken Chancen, obwohl hier nur eine verzeichnet ist. Ballbesitz dann doch gegen Schluss nochmal ein bisschen runtergegangen. Aber wenn man hier sieht, Passgenauigkeit bei Nürnberg 97%. Der Wert ist einfach krank. Der ist krank. Pervers gut. Und gucken, ob sie den in der zweiten Halbzeit halten können.
Schalke mit dem Anstoß. Kevin Prinz Boateng direkt mal mit einem schlampigen Ball, aber Goretzka ist da. Nürnberg scheint jetzt das Ganze ein bisschen defensiver angehen zu wollen. Meier und Plattenhardt ist da. Zentrum ist dicht bei Nürnberg. Da sind nur die langen Bälle erfolgreich. Loschek könnte Drimmitsch schicken, macht es aber nicht. Das macht nämlich Santana. Kiyotake. Boateng mit einer Grätsche. Goretzka. Immer noch Goretzka, der WM-Fahrer, Fragezeichen. Plattenhardt. Drimmitsch gegen Santana. Drimmitsch im Aus. Santana am Ball. Hoogland. Goretzka. Boateng macht das Spiel wieder extrem langsam. Schickt jetzt gut den Goretzka, Leon Goretzka, aber Xavi Pinola ist da auf Schäfer. Langer Ball. Luschek gewinnt nochmal den Kopfball, aber Kiyotake nicht. Gentler, Luschek, dauert alles zu lang, Luschek, Franz heute sehr, sehr ballsicher, Balic glaube ich ohnehin mit dem einzigen Fehlpass hier, Plattenhardt, Balic, Luschek, bringt er die Flanke? Ja, er bringt die Flanke, Plattenhardt, aber Hoogland ist da, Nürnberg bleibt am Ball, Franz mit Flankenmöglichkeit, Plattenhardt, immer noch Flankenmöglichkeit und jetzt gibt's Ecke. Schalke wechselt, Goretzka soll wohl gehen. Tja, verstehe ich nicht, denn auf der anderen Seite der Typ war noch schlechter, aber gut. Und auch, ja, Obasi kommt für Goretzka und bei Nürnberg kommt Vollner für Franz. Beides Wechsel, die ich nicht unbedingt gemacht hätte. Nilsson, Pfosten, Neustädter, Eigentor! Schalke hilft hier Nürnberg. Eieieiei. Neustädter völlig neben sich, wahrscheinlich weil er nicht nominiert worden ist, denkt er sich, komm hier, einmal, schade, Pfosten, zweimal, yeah, Ball im Tor, nur leider das Falsche. Das hat er schön gemacht, beim ersten Mal Pech gehabt, aber jetzt hat er sein Eigentor. Publikum in Schalke ist entsetzt, man hört gar nichts mehr, Schockstarre. Dann folgen gleich bestimmt wieder Pfiffe, weil die Saison total scheiße ist. Wir kennen ja die Schalke Mistfans, zack, Schäfer. Hält Nürnberg hier mit dem Schuss im Spiel. Im Spiel halten ist gut, wer sie ja im Spiel sind. Schalke muss ins Spiel kommen. Schaffen es mit der Ecke. Meier. Nilsson gewinnt das Kopfballduell. Draxler. Schwach. Passt zur Saison von Draxler einfach. So hoch gejubelt vor der Saison und dann kam da quasi gar nichts. Grottenschlechte Saison, muss man einfach so sagen. Von einem seinen Kalibers erwartet man schon was komplett anderes. Aber das ist halt das, was viele prophezeit haben. Draxler ist nämlich gar nicht so gut, wie alle meinen. Soll er erstmal konstant Leistung bringen, dann kann man den gern hochjubeln, vorher nicht. Chandler hier am Ball, um wieder aufs Spiel zurückzukommen. Meier holt den gut. Draxler, Boateng mal mit einem Schuss. Schäfer, uiuiuiui. Was ein Kracher von Kevin Prinz Boateng. Hat gut erkannt, dass Schäfer ein bisschen weit vorne ist. Während sich Draxler hier nochmal dehnt, aber es wird dem Kerl auch nichts helfen. Der soll sich mal im Kopf dehnen, um endlich mal wieder Leistung zu bringen. Jetzt kommt Robert Mack auf seine rechte Seite für Adam Luschek. Nürnberg will nochmal Gas geben. Ecke wieder Meier, Boateng, nein, Santana war's. Aber nix war's mit dem Tor. Nürnberg immer noch 2-0 mit der Führung. Schäfer, das war sehr riskant. Balic verliert den Ball an Hünteler, bleibt nochmal dran. Kriegt jetzt das Foul. Balic macht den Ball lang. Chandler. Und Nilsson geht mal. Der Nilsson. Verliert aber den Ball. Mack bleibt dran. Nilsson.
Wo ist immer gefährlich? Balic. Vollner. Verliert aber auch den Ball. Nürnberg jetzt viel zu lange im Ballbesitz. Also halten den viel zu lange und haben durch unnötige Ballverluste. Schalke über Traxler. Traxler sieht gar keine Mitspieler. Jetzt sieht er einen. Der Hünteler. Macke ist da. Viel zu behäbig. FC Schalke behäbig 04. Nürnberg über Plattenhardt. Plattenhardt wieder Ballverlust. Kevin behäbig. Boateng. Er nimmt Obasi mit. Obasi sieht Neustädter, der das schöne Tor gemacht hat zum 2:0 und hier auch den Fehlpass macht. Sehr gebrauchter Tag für Roman Neustädter. Balic. Mack im Dribbling an Neustädter vorbei, an Santana Endstation. An Neustädter wird er heute selbst Schäfer vorbeikommen, habe ich so das Gefühl. Traxler sieht wieder keinen Mitspieler. Ja, erst wenn man es sagt, zieht er ein. Hünteler. Boateng ist einfach viel zu langsam. So gibt das keinen. So gibt das keinen. Kevin Ego Boateng. Wann kommen die Pfiffe der Schalke-Fans? Wir werden es gleich erfahren. Höwedes kommt nochmal für Eihahn. Jetzt sitzt aber Schalke alles auf eine Karte. Ha 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 ha. Witzfigur, wow. Pinola dribbelt nochmal ein bisschen, Blattenhardt, Vollner, lässt da den Newton ganz schlecht aussehen, Boateng mit dem Foul, Vorteil, Kiyotake, Petrak gefährlich, weil der Meier von hinten kommt, Hövedes dürfte jetzt Schluss sein, Draxler nochmal, aber der dribbelt ja eh bis zum geht nicht mehr. Er nimmt mal wieder Hövedes mit. Hövedes. Schnarsch. Und damit ist Ende. Schalke verliert verdient mit 2:0. Mit so einer Leistung hat man eigentlich in der Champions League nichts verloren. Und ja, würde ich sagen, damit sind wir auch schon am Ende der Prognose hier. Spielerwertung. Hövedes nicht vorhanden als beste Note oder was? Trottel. Schäfer mit einer 7-7. Kiyotake, der Torschütze, was hat hier unser Freund, der Neustädter, eine 6-1, also den habe ich viel schlechter gesehen, er hat gar nichts zustande gebracht, der, naja, die Statistiken auch hier, klar, ne, Passgenauigkeit bei Nürnberg ist bei 97% geblieben, ein Fehlpass, das muss man sich mal reinziehen, hammerhart, und damit sind wir im Endscreen angelangt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ja, ihr könnt wieder in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Kann Nürnberg sich irgendwie noch retten auf den Relegationsplatz zumindest? Oder andersrum gefragt, kann Schalke sich den dritten Platz sichern? Patzen sie da auch? Einfach mal tippen, wie die Partie hier ausgeht. Ich würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen drüber reden können, mal verschiedene Tipps lesen. Und ja, auch gern noch Diskussion zur WM-Nominierung. Bei Schalke sind ja einige dabei. Hövedes, Goretzka, Meier. Das müssen wir alle gewesen sein. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da, schreibt fleißig Kommentare, bewertet das Video und wir sehen uns in einem anderen Part.